Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Madagaskar Evolved. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen von den Engram-Punkten her was geskillt, und zwar halt Flakrüstung, Fabricator, Longneck-Rifle und dergleichen. Und habe hier auch noch ein bisschen Narkotik hergestellt. Beziehungsweise ist gerade noch dabei. Dann werde ich jetzt nochmal ein paar Pfeile herstellen. Thatch, Flint und Fiber. Thatch, Flint und Fiber. Na, nicht ganz so viele. So. Was ich auch schon überlegt habe, was sicher interessant ist, wenn wir uns einen Raft machen. Weil ich meine, die zwei hier können wir locker auf einem Raft mitnehmen. Und das dann über einen Fluss erkunden. Das ist bestimmt auch ziemlich praktisch. Mal die zwei da lassen. Macht es eigentlich auch nicht so sonderlich, aber ja, kommt, die können wir jetzt auch mitnehmen. Wie gesagt, es ist halt hier ziemlich steil zum Wasser hin und da habe ich echt Bedenken, ob man da wieder hochkommt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt mit den Terror Birds. Also Level 50 braucht aus einer Crossbow 8 Pfeile. Also sprich, könnte man hinbekommen. Das einzige Problem ist halt, die werden uns vielleicht vorher eher vernichten. Ich will jetzt erstmal gucken. Ich brauche auf jeden Fall 25. Das ist mir schon hier beim sag schon, Umasura Map aufgefallen, dass das in der Smithy ist. Ich hatte jetzt immer gedacht, es ist ein Fabricator. Entweder ich habe das wirklich einmal nicht mitbekommen, dass das geändert wurde. Oder es war schon immer so und ich habe es irgendwie total ausgeblendet. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Auf jeden Fall werden wir uns dann selbstverständlich die Rüstung machen. Und dann könnten wir uns vielleicht auch so einen Terror Bird holen. Dann sieht das natürlich ganz anders aus. Überspringen wir erstmal Chitin und so, aber hey. Also dann brauche ich auch eigentlich die nicht mehr, die nicht mehr, die nicht mehr. Ich den in Hut gelassen. Hier drin? Ja, tatsächlich. In letzter Zeit überspringe ich immer Sachen. Aber hey. Gut. Ja, dann muss das da eigentlich noch jetzt fröhlich brutzeln. Jetzt kann ich vorher gar nicht wirklich was machen. Ich überlege gerade, ja, wie gesagt, Kristall wäre halt jetzt noch so eine Sache und den Pteranodon-Sattel, also Fiber und Hide wäre jetzt nicht mehr das Problem. Chitin und Keratin. Chitin 22, ja. Fehlt mir ein bisschen was. Weil sonst wäre halt jetzt auch nochmal ein Pteranodon gut, um hier rumzufliegen. Nur ich habe das Problem, wenn ich mich vielleicht zu weit entferne und dann die zwei hier. Was ich allerdings machen könnte zur Not, dann. Es wäre vielleicht möglich, die hier reinstecken. Und es würde von dem Platz her gehen. So.
Boots fehlen noch, genau. Dann machen wir die schon mal. So. Wie gesagt, diese Terror Bird interessiert mich auch wirklich sehr. Ich weiß halt auch nicht so mit dem Umziehen dann, wo es halt jetzt besser wäre, ne? Dafür haben wir noch zu wenig erkundet. Ich meine, wir haben auf jeden Fall hier Metall, was wir halt bräuchten. Aber kein Kristall. Und dann ist zumal noch der Alpha-Raptor, zu dem muss ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Aber hier tauchen halt auch ständig T-Rexe auf. Ja, gerade sprechen wir davon. Das ist halt auch nicht so günstig. Klar, hier sind auch viele Brontos. Also bislang ging es ja immer noch gut, aber fragt sich halt für wie lange. Also ich würde ja lieber gerne irgendwie woanders hinlaufen. Also umziehen. Ich habe echt keine Ahnung, wohin. Und vor allem, was mir ja auch gefällt, ist, dass wir halt Metall hier wirklich nah bei haben. Und auch Beeren, Holz, also wir wissen sogar, wo Öl ist. Was wir jetzt theoretisch auch schon abbauen könnten. Um das für den Fabricator zu nutzen. Das Einzige ist halt wirklich Kristall. Ja gut, das haben wir ganz am Anfang mal gesehen. Wo das ist. Aber da hat es uns halt noch nicht so wirklich viel gebracht. Aber grundsätzlich, ich sag mal, günstig ist es jetzt nicht unbedingt, hier zu bleiben. Also ich denke mal, das Klügste wäre echt irgendwie erstmal mit dem Pteranodon rumzufliegen. Und dann gucken, ob man irgendwie einen besseren Ort findet. Halt auch so von den Ressourcen her. Das wäre jetzt, denke ich, das Beste. Nur müsste ich dafür halt Chitin und Keratin sammeln. Ich müsste allerdings nochmal gucken, von wo es, von welchen es nochmal wirklich Keratin gibt. Das habe ich immer nie im Kopf. Ich weiß, halt Enki, aber ihr habt ja gesehen, Enkis machen, also die würden mit Junaleska kurz einen Prozess machen. Dafür ist sie einfach nicht so hoch gelevelt. Vielleicht werde ich mir nochmal Terror Birds anschauen. Ich meine, jetzt habe ich ja auch die bessere Rüstung. Bald zumindest. Also ich hätte auf jeden Fall was ist hier? Ich habe irgendwas gehört. Na, könnte ein Pteranodon gewesen sein. Oh nee. Der ist es. Bist du besser? Das wäre jetzt natürlich die Frage. Nicht unbedingt. Okay. Komm her.
Gott. Okay, okay. Ah, nee, das brauchst du nicht machen. Ja, guck mal, das... Na gut. Ah, ne? So viel hält Yuna Lesker nicht aus. Klar, wäre jetzt, hätten wir den anderen Raptor genommen, ein bisschen höher gelevelt gewesen. Aber so den Unterschied hätte es jetzt auch nicht gemacht. Außer wir hätten halt den jetzt zum Beispiel als Kumpan verwenden können. Damit wir stärker sind, aber... Ja. Dafür wäre halt jetzt echt kristallgut. Es hörte sich nämlich auch ehrlich gesagt so an, als ob hier gerade ein Raptor irgendetwas jagt. So. Und auf die Crossbow müsste ich im Prinzip auch noch... Dann gucken. Oh Gott, ey. Hier hat man echt Angst, die Dinos alleine zu lassen. Oh, du hast noch... Klar, du hast das gerade aufgenommen. Das einmal, das einmal, das nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Sehr schön. So, zack, zack. Jetzt bewahre ich das nochmal... ...nochmal auf. Man weiß ja nie. Pfeile davon habe ich jetzt auch erstmal genug, deswegen lassen wir erstmal das Narkotik komplett. Gelimalmis-Sattel könnte ich auch schon machen, ne? Könnte ich. Mit denen wären wir halt noch schneller unterwegs, aber... Hier noch. Ich bin halt gerade echt so am Überlegen. Ich glaube, es wird auch eh. Ist bald dunkel, ja. Dem Gallimimus. Halt so ein, wie wir einmal schon mal gesehen haben, so ein festgebackter. Das wäre halt nicht schlecht, weil sonst, wenn die ja flüchten. Aber ansonsten laufen hier halt schon genug rum. Hallo Parasaur. Ja. Naja, ich werde jetzt erstmal auf das Metall warten und dann vielleicht werden wir uns beim nächsten Mal nochmal die Turbo Birds anschauen. Ja, und sonst muss ich auch irgendwie dann auch nochmal mit Keratin gucken. Chitin wäre mir halt lieber. Das könnte ich halt auch mit dem Raptor gut machen. Da muss ich hier aber echt Milo in meiner Hütte verbarrikadieren. Wenn dir sonst irgendetwas passiert. Das wäre mir dann doch nicht so recht. So. Ach, Quark. Auch Quark. Wobei, gib mal kurz her. So. Nein. Dann haben wir mit der Einfuhre Metall sogar erstmal alles das. Na gut, das Einzige, was halt jetzt noch wäre, jetzt halt noch die Crossbow. Ach, da brauche ich jetzt sogar noch nur 7, habe ich eben 25 gesagt. Keine Ahnung, wie ich darauf komme.
Ja, dann bräuchten wir das. Eine Metallsichel könnte ich halt noch machen. Die war ein bisschen teurer, die war 18. Ja, und Fabricator, aber der ist erstmal noch ein bisschen in weiter Ferne. Ja, Longneck könnte ich halt machen. Aber die Darts, die bekam ich ab. Oh, Darts Level 55. Ne, 65, okay. Ich hatte jetzt gerade im Kopf, dass ich die ab Level 55 bekomme, aber dem ist gar nicht so. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Beim nächsten Mal, denke ich, werden wir uns die Terror Birds ansehen und irgendwie Chitin, Keratin sammeln, wenn ich es noch weiß. Das wird jetzt erstmal das Ende meiner Aufnahme werden. Und ich denke mal, beim nächsten Mal muss ich irgendwie Center Map wieder machen. Oh, ich sollte vielleicht auch meine Hose anziehen. Da wechsle ich ja immer so ein bisschen rum, aber grundsätzlich weiß ich eigentlich so ziemlich, was ich in den einzelnen gerade machen wollte. Ansonsten machen wir dann halt beim nächsten Mal erst was anderes. So, ich will jetzt noch einmal kurz die Crossbow herstellen. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.